Hast du's eilig? Oh, Scheiße. Hering muss man regelmäßig durchrennen. Zu Diensten, Knappe. Dir ist schon klar. Was treiben die da? Spiel. Zu groß geratene Kleinkinder, weißt du. Hast du Kinder, Geralt? Nein. Ach ja, Hexer sind ja steril. Na, starr mich nicht an. Sag mir, was dich herführt. Ich frage mich, wie du den Ophiri in eine Kröte verwandelt hast. Mittlerweile bin ich mir ziemlich sicher, dass das kein Allerweltsfluch war. Ist das Berufsinteresse oder stinknormale Neugier? Berufsinteresse. Die Information könnte mir noch nützlich sein. In der Zukunft? Du glaubst wohl, dass du die Aufgaben löst und glücklich bis an dein Ende lebst. Wird man sehen. Also, gib es zu. Dir hat ein Magier geholfen, stimmt's? Ich gebe dir einen Tipp. Du bist hier nicht der Einzige, der Wünsche erfüllt. Odin hat den Ophiri verwandelt? Auf deinen Wunsch? Nein, das war ich allein. Aber du hast recht, es war kein gewöhnlicher Fluch, sondern ein im Zorn gesprochener Wunsch. Ich hätte auch nicht gedacht, dass er sich erfüllt. Mehr sage ich nicht. So einen Säbel sehe ich zum ersten Mal. Woher stammt er? Ophir. Er war ein Geschenk. Jeder schwachbrüstige Feigling kann sich eine Klinge an den Gürtel hängen und auf gefährlich machen. Aber mein Säbel ist ein Versprechen. Wenn ich ihn ziehe, rollen Köpfe. Schon sein Anblick vertreibt den Leuten die Lust auf ein Duell mit Olgierd von Everek, dem berüchtigten Gesetzlosen. Mein Medaillon sagt, dass er magisch ist. Ach was, sagt es das? Eine bessere Waffe dürftest du noch nicht gesehen haben. Dein Trupp. Interessante Leute sind das. Interessant? Wieso? Gewöhnliche Zecher und Raufbolde allesamt. Wo hast du sie aufgetrieben? Manche sind schon seit Ewigkeiten bei mir. Andere fand ich unterwegs. Wieder andere haben mich gefunden. Bei Gelagen aller Art sind sie jedenfalls gute Gesellschaft. Und seit ich mit ihnen unterwegs bin, sind meine alten Gegner still wie die Mäuschen. Sag mal, wie hast du den Ophiri kennengelernt, den du verwünscht hast? Du bist aber neugierig. Na und? Du redest doch gerne über dich. Das kann ich nicht leugnen. Der Ophiri war ein Kronprinz auf Reisen. Er wollte fremde Länder und Gebräuche kennenlernen. Er hat sich in eine Frau verliebt. Zufällig lag mir an dieser Frau sehr viel. Aber mit einem Edelmann aus fernen Landen konnte ich nicht mithalten. Sie wurde dem Ophiri versprochen, obwohl sie mich liebte. Du hättest seine jämmerlichen Versuche sehen sollen, sie zu bezirzen. Als sie fragte, warum er als Kaufmann verkleidet reise, sagte er, er wäre wie ein Frosch im Märchen. Ein Kuss und er würde sich in einen Prinzen verwandeln. Ein Frosch wollte er sein, konnte er haben. Wladimir lässt dich grüßen. Du hast mit ihm gesprochen. Unglaublich. Nicht nur das, ich habe deinen Wunsch erfüllt und mich mit ihm unterhalten. Willst du wissen, was er gesagt hat? Ich habe deinen Wunsch erfüllt. Dein toter Bruder hat sich amüsiert wie in alten Zeiten. Das sagt sich leicht. Hast du einen Beweis? Hab ich. Wladimirs Schrift. Unverwechselbar. Gut gemacht, Hexer. War es das, oder hast du noch was anderes? Als nächstes kümmere ich mich um Borsodis Haus. Viel Glück.
Viel Spaß. Hier ist schon klar, dass Hexen... Wir müssen reden. Bin ganz Ohrhexer. Hast du schon mal Gwent gespielt? Ein Unsterblicher fordert die Erfüllung von 3 Wünschen und du fragst ernsthaft nach einer Partie Gwent? Angst zu verlieren? Kein Problem. Ich finde schon jemanden. Das ist der größte Affront, den ich je vernommen habe. Leg deine Karten aus. Wenn du genauso gut Wünsche erfüllst, wie du... Wir müssen... Hast du Lust auf ein... Warum nicht? Thank you.
Wenn du genauso gut wünschst. Wir müssen